Weizen ist das wichtigste Brotgetreide der Welt und für regionale Bäcker ein wichtiger Rohstoff. Bisher ist moderne Weizenzüchtung die Grundlage für hohe Erträge. Und genetisch einheitliche Weizenbestände sind deshalb die Regel. Aber der Klimawandel und auch andere Krisen wirken sich zunehmend auch auf unsere lokale Ernährungssicherheit aus. Zum Beispiel Importabhängigkeit bei Backgetreide, aber auch Konzentrationsprozesse in der Verarbeitung machen eine lokale Versorgung zunehmend schwierig. Mein Name ist Odette Wieden von der Universität Kassel. Und ich bin Thorsten Siegmeier. Und gemeinsam leiten wir das Projekt Bewertung und Akzeptanz heterogener Weizenpopulationen in ökologischen Wertschöpfungsketten, kurz BAKWERT. Aber was genau sind jetzt heterogene Weizenpopulationen? Zuerst mal sind sie das Produkt traditioneller Pflanzenzüchtung, also keine neue Biotechnologie. Sorgfältig ausgewählte Elternsorten mit den jeweils gewünschten Eigenschaften werden miteinander gekreuzt, deren Nachkommen werden dann gemischt und gemeinsam wieder angebaut. Das Ergebnis ist dann ein äußerst heterogener Weizenbestand mit vielen tausenden Genotypen. Und das ist ganz anders in eine Sorte, wo jede Pflanze genetisch identisch ist. Das heißt zum Beispiel, wenn die Pflanzen einer Sorte mit Trockenstress nicht gut umgehen können, dann macht jede Pflanze das Gleiche und man hat dann quasi Ertragseinbußen. Und das ist wirklich ein sehr starker Unterschied oder Kontrast zu einer heterogenen Weizenpopulation. Eine heterogene Weizenpopulation hat den Vorteil, dass sie verschiedene Herausforderungen abpuffern kann. Das heißt, innerhalb einer Population sind unterschiedliche Resistenzen gegen Krankheiten, gewisse Barriereeffekte, induzierte Resistenz und Veränderungen im Mikroklima, aber auch unterschiedliche Eigenschaften, was Trockenstress angeht, unterschiedliche Wurzelsysteme. Das heißt, die benutzen unterschiedliche Nischen im Boden, um unterschiedliche Quellen von Ressourcen zu erreichen. Es gibt allgemein einen starken Zusammenhang zwischen Vielfalt und Stabilität einerseits und Vielfalt und Produktivität andererseits. Vielfalt mindert das Risiko. Aber Neues birgt eben oft Risiken. Nicht nur für den einzelnen Betrieb, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und die Akzeptanz von Innovationen in der Praxis ist immer eine Herausforderung. Trotz vieler positiver Forschungsergebnisse gab es in der Praxis Skepsis und auch viele Fragen. Wie zum Beispiel ungleiche Abreifezeitpunkte, Korngrößendifferenzierung oder auch Unterschiede bei der Backqualität aufgrund der heterogenen Natur der Population. Deshalb arbeiten wir im Projekt mit 26 Praxisbetrieben zusammen. Partizipativ und transdisziplinär erarbeiten wir so die Knackpunkte beim Anbau, bei der Erfassung, bei der Vermahlung und beim Verbacken, aber auch beim Vermarkten von heterogenen Weizenpopulationen. Und somit haben wir alle Praxisbetriebe dazu eingeladen, ganz offen ihre Meinung zur Arbeit mit dem heterogenen Material mit uns zu teilen. Und drei von ihnen haben mit eigenständigen Videoaufnahmen zu diesem Film beigetragen. Mein Name ist Ulrich Gertling. Gemeinsam mit meiner Frau Ute und unserem Sohn Daniel bewirtschaften wir in Hemmersheim, das ist ungefähr 30 Kilometer südlich von Würzburg, einen Demeter Ackerbaubetrieb. Der Hof wurde 1976 umgestellt. Unsere Schwerpunkte sind die Milchviehhaltung, Feldgemüseanbau und natürlich auch Marktfruchtanbau. In unserer Fruchtfolge spielte Weizen immer eine sehr wichtige Rolle. In den letzten Jahren jedoch hat diese wichtige Stellung abgenommen, da wir vermehrt Dinkel anbauen, der für uns einfach eine wesentlich finanziell interessantere Möglichkeit darstellt. Doch auch hier ergeben sich jetzt in letzter Zeit Probleme, da der Markt zunehmend die alten Sorten fordert, insbesondere Rotkornsorten. Und diese Rotkornsorten zeigen auf den besseren Standorten bei uns einfach Probleme mit der Standfestigkeit. Um dann die Bedeutung des Weizens wieder in unserer Fruchtfolge zu steigern,
sind wir auf der Suche nach neuen Weizenanbaukonzepten und natürlich auch nach einer neuen Vermarktung für diese. Und deshalb nehmen wir am Backwert-Projekt teil. Hier sammeln wir Erfahrungen im Anbau mit Weizenpopulationen und wollen gemeinsam Vermarktungsstrukturen schaffen. Durch die große genetische Vielfalt erreichen wir ackerbauliche Vorteile. Insbesondere durch die unterschiedlichen Pflanzenhöhen erreichen wir eine bessere Durchlüftung der Bestände und eine schnellere Abdrückung. Dadurch können wir Pilzkrankheiten an ihrer schnellen Ausbreitung im Bestand unterbinden oder verhindern. Wir mussten im ersten Anbaujahr unsere Maßnahmen für unseren Weizenanbau nicht verändern. Dadurch, dass wir eine Milchviehhaltung haben, haben wir natürlich aus dem Stall auch Nährstoffe, die wir auf unseren Äckern verteilen wollen. Und durch diese Nährstoffe aus dem Stall und durch die Fruchtfolgestellung des Weizens nach der Luzerne steht dem Weizen ein relativ großes Nährstoffangebot zur Verfügung. Der etwas langstrohige Populationsweizen ist natürlich nicht ganz so standfest wie kurz gezüchtete konventionelle Sorten. Jedes Jahr ist anders. Dieses Jahr präsentieren sich die Populationen sehr positiv und gesund. Und jetzt sind wir gespannt, was die Ernte bringt und wie die Populationen die Erwartungen der Müller und der Bäcker erfüllen kann. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass Population nicht als statisches Züchtungsmethode bleibt. Also klar, das ist eine Population, das heißt, da ist viel genetische Diversität innerhalb der Population. Populationen können sich anpassen an Standorte, an Klima. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass genau wie eine Sorte Population auch Züchtungsfortschritte mitmacht. Man kann dann innerhalb einer Population neu einkreuzen oder man könnte beimischen. Aber Populationen sind nicht statisch, von ihrer Natur sowieso nicht. Und erst seit 01.01.2022 sind heterogene Populationen für alle Kulturen zugelassen. Das heißt, wir stehen ganz am Anfang dieser Geschichte. Da ist sehr viel Züchtungsarbeit notwendig und Populationen dürfen nicht die Züchtungsfortschritte verpassen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass viele Züchter sich für Populationen interessieren. Wir brauchen neue Populationen auf dem Markt. Wir brauchen auch neue Populationen für bestimmte Standorte, wie zum Beispiel kürzere Weizenpopulationen für Standorte oder Betriebe mit einer höheren Stickstoffgabe. Mein Name ist Volker Mente. Ich bewirtschafte hier mit meiner Frau Beate im Werratal, Nordhessen, ca. 15 Kilometer südlich von Witzenhausen, das Hofgut Weiden, ein Biolandbetrieb mit insgesamt 60 Hektar. Es ist ein reiner Ackerbaubetrieb und am Backwert-Projekt hat mich besonders die neue Methode interessiert, ab von den althergebrachten Züchtungsmethoden, weil die althergebrachten Methoden ja zunehmend sehr einseitige Sorten hervorbringen, die sich nur im relativ geringen Maße unterscheiden und durch diese heterogenen Weizenpopulationen ja doch eine größere Vielfalt und Variabilität entsteht. Das möchte ich gerne mit unterstützen und auch meine Erfahrung dazu sammeln. Am Anfang habe ich gedacht, dass aufgrund der phänotypischen größeren Vielfalt in Bezug auf den Anbau besondere Anforderungen an den Populationsweizen bestehen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Insbesondere hatte ich Bedenken bezüglich der Abreife, dass doch etwas frühere und auch spätere Termine dann da sind, mit der Folge, dass höhere Feuchtigkeiten bestehen oder auch schon einzelne Körner so hart sind, dass sie dann Bruchkorn verursachen. Das hat sich alles nicht bestätigt und ich kann sagen, dass die Bedingungen im Anbau eigentlich meinen normalen Standardsorten im Wesentlichen auch entsprochen haben. Mein Name ist Jom Deckers. Wir sind hier in Neu-Eichenberg auf dem Versuchshof der Universität Kassel. Es gibt zwei Versuchshöfe, das ist der kleine, reine Versuchsstandort. Und ich bin Mitglied hier in diesem Versuchshof-Team und bin für die landwirtschaftliche Arbeit zuständig. Das heißt, ich bin der Landwirt hier in dem Team und angestellt als Versuchstechniker.
gibt es einen triftigen Grund, die Finger vom Populationsweizen zu lassen, weil es irgendwelche Probleme gibt? Aus unserer Sicht hier nein, es gibt da keine technischen Probleme, die beim Anbau auftreten könnten. Und die Umstellung fängt ja im Kopf an. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht ganz leicht ist, bekannte, sichere Wege zu verlassen. Also da gilt es sicherlich noch, auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Also vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Jahren sehr extreme Wettersituationen hatten und damit eben auch extreme Wachstumssituationen hatten, bevorzugen wir die Populationen, denn aus unserer Sicht ist das eine Risikominimierung. Wenn man eine Sorte aussät, und das muss ich ja im Jahr vorher machen, die mit Trockenheit gut zurechtkommt und wir haben wie im letzten Jahr, also im Jahr 2021, ein relativ nasses Jahr, dann hat die möglicherweise ein Problem. Und wenn ich umgekehrt eine Sorte nehme, die mit Trockenheit nicht gut zurechtkommt und ich habe ein extrem trockenes Jahr und dieses Jahr haben wir zum Beispiel ein extrem trockenes Jahr, dann kann es passieren, dass die deutlich mehr schwächelt gegenüber einer anderen Sorte. Also die Risikoverteilung ist deutlich besser. Klar, wir nehmen in Kauf, dass wir, wenn alles optimal läuft, die Sorte vielleicht einen höheren Ertrag hätte. Das kann durchaus sein. Aber auch das muss nicht unbedingt sein. Aber wir wollen keine Maximalerträge, sondern wir wollen optimale Erträge und das möglichst gleichmäßig über die Jahre verteilt. Mir nützt es nichts, wenn ich in einem Jahr einen exorbitant guten Ertrag habe und dann zwei Jahre lang einen unterdurchschnittlichen. Damit ist mir nicht geholfen. Also die Unterschiede im Bestand, in der Weizen wächst, der ist ganz, ganz deutlich. Wenn er dann mal gedroschen ist, dann bin ich nicht mehr dazu in der Lage, das genau zu unterscheiden. Dann ist es erstmal Weizen. Die Weizenkörner unterscheiden sich da nicht von einer reinen Sorte. Heute möchte ich hier Saatgut reinigen, und zwar Populationsweizen reinigen. Und wir machen das deswegen, weil wir im Sommer den Weizen auf unseren Flächen geerntet haben und den jetzt im Herbst, also etwa Mitte Oktober, wieder aussehen wollen. Und dann wollen wir eben nur eine bestimmte Fraktion der Weizenkörner aussehen. In unserem Fall hier haben wir uns dazu entschieden, dass wir vor allen Dingen die großen Körner aussehen wollen. Das heißt, wir sieben die kleineren Körner ab. Das wird beim Reinigungsprozess, wenn es um Brotgetreide geht, sicherlich anders gehandhabt. Da können auch die deutlich kleineren Körner noch mit zu Mehl oder was auch immer verarbeitet werden. Ich bin Müllermeister Manfred Kähner. Und ich bin Theresa Kellner und seit 1993 mit meinem Mann verheiratet und hier in der Mühle mit tätig. Wir verarbeiten hier Roggen, Weizen und Dinkel und seit 10 Jahren auch in Bioqualität. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten aus der Region, das Regionale, das Nachhaltige, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und wo wir versuchen, das weiter auszubauen, obwohl es sehr schwierig ist für uns. Die kleinen Bäckereien werden immer weniger. Es gibt Probleme bei der Nachfolgesuche. Aber dafür haben wir einen regen Zulauf an Kleinstkunden, die Haushaltsmehle holen und sehr zufrieden immer wieder kommen. Genau wie genetische Vielfalt auf dem Acker für Stabilität sorgen kann, lässt sich das auch auf das gesamte Ernährungssystem übertragen. Viele Menschen, unterschiedliche Betriebe sorgen für Anpassungsfähigkeit und Innovation. Wenn das Handwerk ausstirbt, dann ist das ähnlich wie ein Verlust an Biodiversität. Das gesamte System wird instabil und kann bei Krisen nicht mehr flexibel reagieren. Wir sind beteiligt gewesen an dem Backwertprojekt und alle Kunden, die das Mehl davon bekommen haben, waren begeistert. Für uns war es erstaunlich, dass trotz der schlechten Witterungsbedingungen im letzten Jahr der Weizen so gut gewachsen ist mit solchen Qualitäten, dass die Bäcker so ein positives Feedback einem zurückgegeben haben. Mein Name ist Anna Schmieg, ich bin Geschäftsführerin der OBEC Hohenlohe. Wir sind eine Erzeugergemeinschaft in Baden-Württemberg, die nur biologisches Getreide erfasst. Und das schon seit über 30 Jahren.
Unsere Mitgliedsbetriebe, ungefähr 150, beliefern uns mit ihrem Getreide. Wir erfassen es, lagern es, bereiten es speisefertig auf und vermarkten es. Zu unseren Kunden gehören hauptsächlich Bäckereien in Süddeutschland und auch darüber hinaus. Für uns als Verarbeiter stellen sich bezüglich der heterogenen Weizenpopulation vor allem zwei Fragen. Zum einen sind wir in der Lage, den Weizen zu reinigen, ohne die Population in ihrer Zusammensetzung zu verändern, indem wir zum Beispiel vor allem längliche Körner oder rundliche und kleine Körner aussortieren. Auf der anderen Seite, und das ist für uns eigentlich noch wichtiger, haben die Weizenpopulationen ausreichend Backqualität, Backeigenschaften, um unsere Bäcker damit beliefern zu können. Um dies sicherzustellen, untersuchen wir jede Weizenpartie bei uns im Labor, bei der Anlieferung, vor der Verarbeitung und nach der Verarbeitung. Außerdem mischen wir dann verschiedene Partien, um eine gleichbleibende Qualität einzustellen. In diesem ersten Projektjahr hat sich für uns jetzt bezüglich unserer zwei Herausforderungen oder Fragestellungen gezeigt, dass es zum einen kein größeres Problem war, den Weizen zu reinigen, sondern es gab kleinere Körner und größere Körner, wie aber bei jeder anderen Weizenpartie auch. Bezüglich der Qualitäten war das letzte Jahr ein nicht ganz einfaches Jahr, da es ein sehr nasses Jahr war. Dadurch gab es auch bei den anderen Weizenanlieferungen von reinen Sorten sehr unterschiedliche Qualitäten. Und auch das hat sich bei den Populationen gezeigt. Es gab Anlieferungen von Landwirten mit sehr hohen Backqualitäten und es gab aber auch Anlieferungen mit eher schwachen Backqualitäten. Diese haben wir dann gemischt und so für die Bäcker eine Mischung herstellen können, die ungefähr auch dem durchschnittlichen Weizen, den wir ansonsten verarbeitet haben, entspricht. Hallo, mein Name ist Jan Hapering von der Firma Das Backhaus, hier aus Kleinlenken in der Nähe von Göttingen. Es gibt seit 1986, sind eine rein biologische Bäckerei seit Anfang an, produzieren mittlerweile nicht mehr nur Vollkorn, auch Auszugsmehlprodukte. Wir werden seit Beginn, also seit über 35 Jahren, von den gleichen Landwirten mit Getreide beliefert. Mittlerweile 90% kommen da von Christoph und Johannes aus Etzenborn, aus der Nachbargemeinde. Und so sind wir zu dem Populationsweizen-Projekt gekommen. Für uns ist einfach ganz entscheidend, dass wir ein Getreide kriegen, was backfähig ist natürlich. Und uns ist aber auch wichtig, dass es aus der Region kommt, dass wir wissen, wo es herkommt, dass wir es verlässlich kriegen und nicht irgendwie großen Marktschwankungen da unterworfen sind. Das Getreide bzw. das Mehl, was wir ja dann bekommen haben von Christoph und Johannes aus dem Populationsweizen, hatte ganz gute Werte, nicht überragend, aber ganz gut. Und unser Bäcker Jürgen sagt gleich noch mal ein bisschen was dazu, was unsere Erfahrungen waren. Wir haben freigeschobenes Weizenbrot gemacht mit einer Langzeitführung, 48 Stunden im Kühlhaus den Teig und hatten gute Erfahrungen. Was uns bei diesem Mehl so überrascht hat, also die Eiweißwerte, was ja für die Backeigenschaften auch wichtig ist, die haben wir ja zugestellt gekriegt. Und was uns dann aber überrascht hat, dass die Backeigenschaften so weitaus positiver waren als der Wert, das hat, ich sag mal, versprechen lassen. Wir konnten damit unheimlich stabile Teige zubereiten. Die Wasseraufnahmefähigkeit war sehr, sehr hoch. Auch im Vergleich zu dem 550er Mehl, was wir sonst verarbeiten und was natürlich auch Biolandqualität hat, war dieses Mehl um, ich sag mal, mindestens 5 bis 10% hat es eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit gehabt. Es war unheimlich stabil im Teig, auch beim Backen. Man konnte das bei der Gare ausreizen bis, ich sag mal, geht nicht mehr. Und dann haben wir trotzdem noch einen unheimlichen Ofentrieb gehabt, was uns dermaßen überrascht hat. Also wir waren sehr zufrieden mit diesem Produkt oder mit diesem Mehl und auch mit den Produkten, die wir dann daraus herstellen konnten. Als Fazit zu dem Projekt, wir sind zufrieden, sind froh, dass wir mitgemacht haben, hatten gute Backergebnisse, hatten gutes Mehl. Ich denke, die Herausforderung wird jetzt in erster Linie bei den Bauern liegen oder bei den Züchtern. Für uns ist halt wichtig, dass es bei jeder Ernte gut ist, nicht nur einmalig jetzt, das muss man nochmal abwarten. Wir sind auf jeden Fall weiter dabei bei dem Thema und die andere Herausforderung, die ich ein bisschen sehe, ist die Kommunikation zum Endkunden. Es ist ein ziemlich komplexes Thema und denen das dann so verständlich zu erklären, ist nicht ganz einfach. Bisschen die Frage, ob es nötig ist. Also es gibt immer ein paar interessierte Kunden. Viele Kunden wollen einfach ihr Brot in ihrer Qualität
und wissen bei uns, dass sie gute Inhaltsstoffe benutzen. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Mein Name ist Vanessa Flackmann. Ich arbeite hier im Backwerk der Bio-Demeter-Bäckerei in der Südstadt von Hannover. Ich heiße Erik Thiel und ich arbeite als Bäcker. Ich bin Bäcker, weil ich mit Teig arbeite und das lebt und das finde ich schön. Das ist jeden Tag etwas anderes und nicht jeden Tag das Gleiche. Und deswegen bin ich Bäcker geworden. Ich bin Bäckerin geworden, weil mich das sehr fasziniert hat, etwas herzustellen. Dass man auch von A bis Z das Produkt begleiten kann. Wirklich merkt, dass wenn man jetzt auch wie hier in einer Handwerksbäckerei arbeitet, dass man vom Ursprung des Bäckers nochmal so einen Teil mitnimmt. Ich habe beim Backen mit dem Populationsmehl keinen Unterschied gemerkt. Weder als ich die Teige zubereitet habe, noch dass wir unser Produkt auf Autolyse geführt haben, noch beim Backen an sich. Es gab keine Unterschiede. Eigentlich war das Projekt für die Praxis konzipiert, also die Betriebe, um Lösungen für die potenziellen Probleme zu finden. Vor allem wollten wir den Anpassungsbedarf identifizieren für den Anbau, für die Reinigung, für das Vermahlen und Backen von heterogenen Weizenpopulationen. Aber während des Projektes haben wir gemerkt, dass da wenig Anpassungsbedarf ist und dass heterogene Weizenpopulation genau wie eine Liniensorte auf jede Stufe der Wertschöpfungskette behandelt werden kann. Anpassung ist viel mehr notwendig im Denken, aber vor allem im Handeln jedes Einzelnen. Wir verändern unser Ernährungssystem nicht im Labor oder im Büro. Transformation ist mehr als nur eine Innovation der Pflanzenzüchtung auf den Markt zu bringen. Transformation ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, an dem wir alle beteiligt sind. Und im Backwertprojekt haben wir gelernt, dass alle Beteiligten in all ihrer Vielfalt der Schlüssel für Veränderungen sind. Für Veränderungen hin zu mehr Vielfalt, vom Acker bis zur Ladentheke. Das alles bedeutet Kooperation. Anpassungsfähigkeit. Vielfalt. Stabilität. Versorgungssicherheit. Begeisterung.